Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Civilization 4 mit mir, mit Puck und mit Justinian. Und im Endeffekt haben wir fast ausgesiedelt, wir werden noch eine Stadt gründen und dann sind wir in dieser Hinsicht safe. Das heißt, danach können wir uns darum kümmern, noch ein paar Bautrupps rauszuhauen, noch zwei, drei und die Städte auszubauen und schnellstmöglich bis Liberalismus sag ich schon, das ist mein Standardforschungsziel, bis Grübel, wie heißt der Spaß nochmal? Gilden zu forschen, genau, Gilden war die spaßige Technologie, die so wichtig war. So, wir haben jetzt auch genug Einheiten erstmal, um unsere Grenzstädte zu befestigen, das ist doch auch mal kuschelig. So, noch 5 Runden, bis unser Siedler fertig ist. Ich hoffe, dass bis dahin hier keiner gegründet hat. Offene Grenzen ist doch okay. Jetzt habe ich es auch mit allen. Ist auch okay. Da kann ich dann noch eventuell Elefanten vertauschen. Wobei ich natürlich auch überlegen muss, ob ich hier vielleicht einen Elekatterkrieg führe. Weil dafür sind Elefanten hier sehr inflationär vorhanden. Deswegen muss man das da mal spontan nach Tageslage entscheiden. Ich flehe einfach, dass hier oben keiner ist, der mir diese Stadt weggründen könnte. So, sehr schön. Damit können wir jetzt überlegen, was machen wir. Erstmal einen Bautrupp und dann einen Leuchtturm, weil wir auch zweimal auf Nahrungsressourcen angewiesen sind. Gibt deutlich Schlechteres. Ich habe noch Nikaea dazwischen gequetscht irgendwie, das ist auch schön. Bauen wir erstmal eine Kulturquelle hin. Handelswege haben wir dank Segeln zum Glück auch schon. So, soweit, so gut. Jetzt ist so ein bisschen der Druck raus. Das heißt, jetzt muss ich mich nur diplomatisch bis ins Mittelalter wenden und winseln. Und das kann ich gut. Also winseln und mich winden. So, dass er nur einen Bogenschützen in Mykena lässt, wundert mich richtig gehend, aber gut. Hinduismus scheint die Religion of Choice zu sein. Nicht die Starken, naja gut, die Starken haben Buddhismus, das ist ja quasi so ein... Die Schwachen rotten sich zusammen, um halbwegs gegenhalten zu können. Okay, das ist jetzt ein Witz von Seth. Bauen Sie 7 Bibliotheken und die Quest, die große Bibliothek. Also wenn ich die große Bib habe, kriege ich dann noch, ich glaube, dann kriege ich einen festen Visi eingestellt mehr. Das ist doch echt lächerlich. Ich habe 5 Städte, Jungs. Naja, ich mache die Quest sehr gerne, aber weil sie mich dazu treibt, auch diese, die große Bib zu bauen, aber sinnloser geht's gerade nicht. Gut. Als nächstes heißt es, die Bib holzen, dass wir auch schnell Kultur erzeugen. Denn, das ist so ziemlich das Wichtigste, dass wir jetzt die Felder nicht kulturell verlieren. Nur mit Hilfe der Mathematik kann man wirklich wissen. Denn in jeder Wissenschaft ist nur so viel an Wahrheit enthalten, wie in ihr Mathematik steckt. So, dann wollen wir jetzt doch auch hier oben erstmal Kultur pushen und pumpen. Holzen wir. Das Orakel wurde gebaut in Vienne. Du bist doch. Mir fallen gerade Beleidigungen ein. Lalalalala. Seien wir nochmal ganz ehrlich, jetzt hier kann ich auch ein Weltwunder bauen, irgendeins. Erfordert Aquädukt. Das heißt, dafür müsste ich Bauwesen haben, weil glaube ich für Aquädukt. Das ist doch alles. Und die Kelten jetzt mit Elekatter zu kriegen, wird auch nicht unbedingt leicht. Überhaupt jemand mit Elekatter zu kriegen, wäre jetzt nicht so leicht, aber muss man mal gucken. Hinduismus verbreitet sich, das ist ja ganz toll. Wie gesagt, ich muss noch mal 1, 2 Bautrupps nachlegen.
erstmal noch einen weiteren Axti zur Stadtverteidigung. Und wir bauen den Axti, muss ich nicht beschleunigen, das heißt erstmal hier den Dschungel, das Dschungelfeld muss weg. Was will der denn mit den Schwertis? Will er mich angreifen? Wenn, hat er keine Chance, er wird hier ran abstellen. Wir können höchstens den Bautrupp nehmen. Ich hoffe einfach, dass er jetzt nichts Dummes macht. Ne, Glück ab. So, als nächstes dann erstmal den Kornspeicher. So. Muss man ihm ja lassen, er hält wirklich hartnäckig dagegen. Normalerweise würde ich auch die Bib jetzt nicht als nächstes bauen, aber ich möchte da kulturell dagegen halten. Schon mal Steine anschließen. Gleich. Und vor allem Stadtmauern fände ich, glaube ich, auch ganz gut, wenn ich die mal in der Not peitschen könnte. So, haben wir die. Fortschrittlich sind wir nicht, das ist gut zu wissen. Nicht von ihren Freunden, sondern von ihren Feinden lernen Städte, hohe Mauern zu bauen. Ich gebe noch Meditation und Priestertum ein, aus dem ganz einfachen Grund. Ich möchte gerne Klöster und Tempel bauen können für Kultur. Denn ich habe das Gefühl, dass das nötig ist, damit ich die Grenze halten kann. Denn ansonsten sehe ich hier gar kein Licht kulturell. Nee, amerikanisches Volk ist doch kuschelig, nett, freundlich. Zumindest zu mir. Gucken wir mal, Konstantinopel ist schon auf 7 gewachsen, das heißt am Happy Cap. Gucken wir mal, ob wir was tauschen können. Naja, Mais gegen Reis kann ich tauschen, das ist ein 1:1 Tausch. Und ich krieg vielleicht diesen komischen... eure Ressi-Lieferung, mit dem ich sehr gut leben könnte. Dem Karthager gebe ich Elfenbein für seine Färbemittel, kann ich mit leben. So, der Ami. Obwohl, der hat Kuh, habe ich noch was zum Geben? Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Muscheln, sehr schön. Machen wir doch mal mit allen jetzt einen auf Liebkind. Übrigens kann ich euch am Ende des Turns jetzt auch mal zeigen, wie diese Weltkarte aussieht. Dank dem Speer, den ich automatisiert habe, habe ich ja schon eine grobe Vorstellung von dieser Welt. Meditation bedeutet Weisheit. Mangelnde Meditation bedeutet Ignoranz. Wisse, was dich voranbringt oder hemmt. So, Nikaea kann nichts Sinnvolles bearbeiten, also kann es das auch peitschen. Kultur ist immer gut. Dann als nächstes das Kloster für Kultur. Hier bearbeite ich derzeit auch nur 2 sinnvolle Felder, also weg damit. Der Kornspeicher ist immer gut und danach das hinduistische Kloster. Ja, genau. Ich muss jetzt irgendwie noch mal auf kurz mehr Nahrung kommen. Na ja, gut, Wachstum in 4. Ich überlege gerade, ob man das noch anders machen könnte. Nicht wirklich viel sinnvoller. Riskante Feldversuche für mehr Gesundheit. Ah. 50% Wahrscheinlichkeit, zwar doof, nehme ich aber in Kauf. Das wächst sich ja heraus.
das Kloster noch, um nochmal zu wachsen. Ein letztes Mal. Und dann haben wir das auch safe. So. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. So, jetzt erstmal haben wir Währung als Ziel eingegeben. Und wenn wir Währung haben, normalerweise würde ich dann noch Gesetzgebung geben, aber dann kann ich schon fast die Beeline starten in Richtung Gilden. Währung ist so ziemlich das Letzte, was die Wirtschaft konsolidiert. Und Kalender werde ich danach vielleicht noch forschen, da oben für den Weihrauch. Das wäre es dann aber auch ganz ehrlich schon gewesen, rein forschungstechnisch. Inzwischen, dank diesem Event, wachsen unsere Städte auch wieder halbwegs schnell nach. Sondern haben demnächst Vorteile durch mehr Gesundheit und dementsprechend hoffentlich schnellerem Wachstum. Okay, wir üben langsam auch Kulturdruck auf dieses Schafsfeld aus. Gucken wir mal, wie viel es ist. Ja, nicht wirklich viel derzeit, aber es kommt. Sind wir dabei, wir werden noch andere Kulturgebäude bauen. Wir sind zum Beispiel hier auch schon dabei, Mykena ein bisschen zu drücken. Dass wir hier natürlich gegen Washington antreten müssen, macht es nicht leichter. Aber ich denke, wir kommen da noch halbwegs aus dem Knick. Unser Vorteil ist, dass wir halt nur drei Städte haben. Nur fünf Städte haben. Und das heißt, wir können uns jetzt voll auf den Ausbau dieser Städte und aufs Forschen konzentrieren. Bauen vielleicht noch maximal zwei Bautrupps und dann hat sich das auch und können dann den nächsten Krieg planen. Langfristig. Kann man mal kurz gucken, wie das Ganze aussieht. Hier hat sich der Mongole seinen Raum gesucht. Durchaus nicht wenig. Die Kelten ist richtig geil. Die hat sich mal hier so den Sichelschnitt, den ich noch im letzten Spiel gemacht habe, hat sie hier gemacht. Hier oben von der halbkontinentalen Seite im Nordosten bis komplett in den Süden am Mongolen vorbei. Eigentlich die besten Siegbedingungen müsste der Holländer haben, weil er sich, er ist der Einzige, der sich selbst Handelswege sichern kann. Anscheinend zwei Handelswege, die hätte ich auch gerne, aber kann ich nicht. Und ich muss auch zugeben, der Ägypter, wenn er sich das Land hier komplett Kuisana nördlich und Washington nördlich sichern kann, ist auch gar nicht so schlecht. Zumindest vom Land dabei. Das Land an sich ist scheiße, aber die Hauptstadt ist schon wieder gut. Mit Marmor, mit Eisen, mit Gold, mit dreimal Krabben. Also das ist durchaus ein relativ faires Spiel, denke ich. Also dürfte es sich auch für euch lohnen, dabei zu bleiben. Alleine schon, um zu sehen, ob ich auch mit wenigen Städten was reißen kann. Normalerweise habe ich ja immer so viele Städte wie möglich. Mal sehen. Seid dabei. Bis denn.